Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alice Madness Returns. Naja, es ist wieder, kurz vor Mitternacht. Und ich sitze wieder hier in meinem Keller und nehme wieder auf. Alles bleibt beim Alten. Ich meine, wir werden hier schon durch. Oh, da ist noch eine Flasche. Natürlich nehmen wir die mit. Ich meine, wir wären hier schon hochgelaufen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, kann gut sein. Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall war ich in der letzten Zeit etwas krank und konnte deshalb nicht aufnehmen. Habe mir aber, weil ich so krank war und so ein armes Ding war und so weiter, aus Mitleid sozusagen neue Hardware gekauft. Und nehme jetzt mit dem sehr schönen Prozessor auf. Ja, hier waren wir schon mal. Hier waren wir schon mal, genau. Und zwar mit dem so ein i7. Was ganz Schönes. Und ich versuche diesmal das Ganze mal ohne Fraps oder DirectStream aufzunehmen, weil diese Sachen bei mir extrem hohe Datenraten verursachen und meine Festplatte oder mein Schnittprogramm mit diesen Datenraten einfach nicht umgehen kann. Versuche ich das Ganze mal mit dem Open Broadcaster. Ich glaube, das würde besser gehen. Habe auch schon ein bisschen Tests gemacht, aber ich weiß es noch nicht. Deshalb wird jetzt das sozusagen mein erster offizieller Test. So. Hallo? Ach, da kann man nicht drüber laufen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Nein. Klein. Was sagt mir denn das Kleine? Ich würde sagen, es geht an die Pfefferkanone. Ah. Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist so ein komischer Schalter. Hallo, wechsel nicht die Perspektive. Nein. Wo war nochmal? Achso, die Teekanne. Genau, die Teekanne hatte ich noch. Das war's. Ja, ich habe jetzt eine ganze Weile nicht mehr aufgenommen. Wahrscheinlich an der Kette ziehen. Weil ich so schön krank war und weil das mit meinem Schnittprogramm nicht so gegangen ist, wie ich es haben wollte. Oh, ich fürchte, ich hätte da oben bleiben sollen. Scheiße. Na super. Also wieder hoch und weiter runter. Zack. Und hopp. 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 Hopp, hopp, hopp. Und hopp, hopp, hopp. Nein! Boah. Okay, jetzt weiß ich wieder, warum ich nicht aufgenommen habe. Was ist da unten? Seht ihr das auch? Keine Ahnung. So, nochmal das Ganze. Hopp, 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 hopp. Boah. Ja, ist ja schon gut, ich komme ja wieder. Und zum dritten Mal. Wuhu!
Nein! Okay, also. Ich habe herausgefunden, ich spiele Battlefield 3. Ich bin da drin schlecht. Ich reg mich da drinnen nicht so auf wie hier. Also Ballerspiele machen nicht aggressiv. Eindeutig. Wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Warte, gibt es hier vielleicht irgendwas? Das kann ich zerstören. Da hinten ist eine Flasche. Weil ich müsste da eigentlich hochkommen können. Na? Wo warst du, kleines Monstrum? Ich hab dich doch gerade gehört. Na? Na? Also, fünftes Mal. Yeah. Na. Übrigens, ich habe heute Morgen in der Zeitung oder in der Fachzeitschrift einen ziemlich schönen Artikel über Grafikkarten gelesen, und zwar über gefälschte Grafikkarten, und zwar nicht einfach nur normale so China-Ware oder sowas, sondern es ist wirklich es ist wirklich passiert, dass naja, bei einem Online-Händler man eine GTX 660 kaufen konnte und ein und eine GTX 560, die dann auch da bezahlt hat mit doppeltem Speicher und so weiter. Und man hat die zu Hause angeschlossen, der PC hat die als 660 erkannt und ist dann oder hat die dann tatsächlich wirklich so behandelt wie eine GTX 660. Das Problem war nur, na, komm schon. Performance war unterirdisch. Man hat nachher herausgefunden, dass es in Wirklichkeit eine GTX 400 ist. So. Jetzt. Wie komme ich da hoch? Das ist doch scheiße. Also es ist, der Chip, da war keine Seriennummer drauf, so wie es normalerweise ist, sondern es war einfach nur ein blanker Chip, den sie da genutzt haben. Und boah! Der sechste Versuch, glaube ich. Es war einfach nur ein blanker Chip, den sie dann auf eine Zotac-Grafikkarte sozusagen geklebt haben oder draufgeklebt haben, den Treiber dann manipuliert haben, damit das unter Windows 7 als GTX 660 angezeigt wird. Und dann boah, da kommt man. Und die haben halt auch noch eine, wie soll ich sagen, den Treiber so manipuliert, dass Windows die Echtheit des Treibers nicht bestätigen konnte. Ja. Jetzt mache ich dich erstmal weg. Und da vorne war noch was. Nein. Also wirklich nicht bestätigen konnte und damit das auf Fälschungen im großen Stil schließen lässt, was mir schon ziemliche Bedenken naja bringt, denn das ist wirklich schade oder es bringt Schande über den Online-Versandhandel, der eigentlich
sehr gut ist. Hier vorne war ja noch eine Flasche, habe ich gemerkt. Oder? Nein. Oder? Ach so, nein, da kann man durchgehen durch ein Loch. Gut. Was halt ein dunkles Licht auf den Online-Versandhandel wirft. Was? Naja. Nicht das Schönste ist. Und man denkt, es ist wirklich, also die sieht wirklich so aus wie eine GTX 660. Hat auch die ganzen schönen Features mit Aufkleber und so weiter. Nur sie hat dann in Wirklichkeit statt zum Beispiel 690 Shader-Kern hat die dann in Wirklichkeit nur, ich glaube, es waren 144, genau 144. Das ist ja eigentlich sau wenig. Und die hat gerade mal ein Viertel der Leistung von der GTX 660 und dafür bezahlt man dann 30 Euro mehr. Sozusagen, wenn man auf so ein reingefallen ist. Na? Was steht da? Oh, böse Samurai. Keine Ahnung, was mit denen los ist. Da ist auch noch ein böser Samurai. Naja, okay, dann versuchen wir es mal hier. So. Eins. Ha. Klappt doch. Ich glaube, ich muss da hin. Können entlang. Genau. So. Naja. Deshalb würde ich euch auch raten, immer bei seriösen Händlern zu kaufen. Denn das, das, was die da gemacht haben mit dieser Treiberzertifikation und so weiter, lässt schon auf Fälschung im ganz großen Stil schließen. Uhu, und hier haben wir nochmal zwei Stück. Können wir jetzt schon was aufrüsten? Frage ich mich. Nein, es kostet 600, 300, 200. Ich würde gerne nochmal ein Warper-Klingen-Upgrade haben, muss ich sagen. Ich mag die ziemlich gerne inzwischen. Auch wenn irgendwie Stecken fährt und so weiter auch nicht schlecht ist. Naja, es gibt immer unterschiedliche Lösungen. Zack, zack, zack. Lass das Ding töten. Das kommt da drauf. Und spring. Was ist denn jetzt das für ein Scheiß? So. So. Nein! Wie kommt man jetzt denn? Okay. Man kommt da drauf. Super. Wuhu. Zieh an der Kette. Ja. Okay. Nein, ich möchte gerne in die Richtung.